Hallo, liebe Flirt-Profis, wir sind der Sebi und der Manu von alltagsflirt.com. Oh, cool. Hi. Wow. Es geht darum, heute, wie macht man nach dem ersten Date weiter? Also wir haben es geschafft, sie anzuquatschen, wir haben ein bisschen mit ihr geflirtet, wir haben Nummern getauscht, wir haben ein bisschen geschrieben, telefoniert, uns getroffen mit ihr. Und was jetzt? Und das ist die große Frage. Ja, es kommt natürlich auch drauf an, was man will, ja? Beim ersten Date, da stellt sich ja quasi so endgültig, meiner Meinung nach, raus, sieht man sich wieder oder sieht man sich nicht rüber. Weil ich hatte auch schon Dates, wo ich mir am Anfang dachte, als ich die Frau angesprochen habe, boah, die ist der Oberhammer. Und dann auf dem ersten Date hat sich herausgestellt, naja, so cool ist die doch nicht. Ja? Und das heißt, für mich entscheidet sich nach dem ersten Date überhaupt für mich selber, treffe ich die Frau nochmal oder treffe ich sie nicht wieder. Yes. Und wenn ich die Frau wieder treffen möchte, dann habe ich das in den meisten Fällen schon beim ersten Date direkt ausgemacht. Oder man hat beim ersten Date sich auf jeden Fall schon drüber unterhalten. Zum Beispiel, das mache ich immer so, dass ich mich beim ersten Date unterhalte, was sie sehr gerne macht. Und irgendwann stößt man auf ein gemeinsames Thema, was beiden total viel Spaß macht. Zum Beispiel findet man raus, man macht sehr gerne Sport oder so. Oder man steht auf eine Bar, in die beide super gerne gehen. Und dann kann man an dieser Stelle auch direkt gleich ein zweites Treffen ausmachen. Dann kann man sagen, hey, pass auf, finde ich cool, dass du Sport machst, lass doch nächste Woche mal zusammen joggen gehen oder so. Ja? Das heißt, ich mache das zweite Date quasi schon direkt während des ersten Dates aus. Weil dann sitzt ihr gegenüber, du bekommst das direkte Feedback, ihr könnt direkt einen Tag finden, der euch beiden passt und du musst nicht wieder hin und her schreiben oder telefonieren oder sonst irgendwas. Da sind wir auch schon bei dem nächsten Punkt, wie verhalte ich mich denn nach dem ersten Date mit dem Schreiben, mit dem Telefonieren? Und da würde ich mich einfach daran orientieren, wie ich mich mit Freunden, mit alten Freunden auch verhalte. Ja. Also wenn ich jetzt mal überlege, wie ich mit Freunden schreibe, dann ist das, dass ich mal teilweise vielleicht für eine ganze Woche gar nicht schreibe, oder es ist selten eine Woche, aber dass ich mal eine Zeit lang zumindest gar nicht schreibe und dann auf einmal schreibe ich mit jemandem vielleicht 20 Minuten am Stück und dann schreibe ich wieder ein paar Tage nicht. Manchmal schreibe ich eine Nachricht am Tag. Also es gibt nicht diese eine Richtlinie, sondern man macht das nach Gefühl. Und so halte ich das auch mit den Frauen. Man quatscht mal hier ein bisschen, man telefoniert auch mal, man ruft mal kurz an und fragt, ey, wie ist dein Tag? Oder man macht es auch einfach nicht so, wie du Lust hast und was eben auch deiner Natur entspricht. Ich finde, dass wir viel zu selten unsere Kontakte pflegen, indem wir einfach mal anrufen, indem wir einfach mal eine Nachricht schreiben mit, hey, was geht? Und das ist etwas, was ich dann in letzter Zeit auch für mich selbst zum Beispiel immer häufiger mache, ist, dass ich einfach mal Leuten, mit denen ich auch vielleicht eine Zeit lang keinen Kontakt hatte, eine kurze SMS schreibe, hey, was geht? Oder so ähnlich, damit die wissen, dass ich an sie gedacht habe. Oder dass ich mal, dazu komme ich gerade etwas weniger, aber was ich zumindest auch in den letzten Monaten immer mal gemacht hatte, war, dass ich mal anrufe irgendjemanden, mit dem ich lange nicht gesprochen hatte. Und das ist dann auch genau das, wie ich das mit der Frau mache. Dass ich dann, wenn ich gerade Zeit habe, wenn wir uns vielleicht gerade mal ein, zwei Wochen nicht sehen können, dass ich dann zwischendrin mal anrufe und einfach mal mit ihr 5 Minuten am Telefon quatsche. Und dann kann ich auch so ein bisschen den Kontakt am Leben erhalten, wenn ich nicht schon wieder ein Date mit ihr ausgemacht habe, zu dem ich mich dann mit ihr treffen werde. Die Sache ist ja sowieso so, wenn ihr beide euch gegenseitig gut findet, dann werdet ihr euch beide so oder so wiedersehen, weil ihr beide einfach heiß drauf seid. Ja? Und dann werdet ihr euch höchstwahrscheinlich auch sehr bald wiedersehen. Richtig. Daumen hoch, wenn das Video gut war. Das war auch nicht gib uns gut. Mal einen Daumen hoch. Gib uns einfach mal einen Daumen hoch. Ich will jetzt einen Daumen hoch haben. Man kann einfach auch mal so einen Daumen nach oben Richtig. Bekommen. Und wir sind dann wie immer der Sebi und der Manu von alltagsflirt.com und wir sehen uns in unserem kostenlosen Coaching auf genau der Website. Genau. Ciao, ciao. Bis dann, ciao. Also, pass mal auf hier. Ist immer so forsch. Nachschnitte, schon belegt. Du bist der süßeste Snack. Darf ich dich ohne Rolf naschen? Dich und mich glücklich machen. Ich war früher immer sehr gut in Sexualkunde. Keine Antwort heißt ja. Komm her. Komm her. Bist du auf dem Junggesellenabschied hier? Nein. Hast du eine Welle verloren? Nein. Okay, was möchtest du? Nein, also im Prinzip bin ich nur vom ADAC und was möchtest du? Wollt ihr euch beide abschleppen?